Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark. Ich gehe jetzt hier direkt zur Pelzjäger rein. In der letzten Folge wollte ich die Abmoderation oder während der Abmoderation kam ich in den roten Bereich. Richtig krass. So, direkt mal hier aufwärmen. Was brauche ich sonst noch? Ansonsten geht es uns eigentlich ganz gut. Aber wir sind ein bisschen ausgetrocknet. Das ist krass. Direkt mal hier ein bisschen Schnee schmelzen. Leben verlieren sollten wir aber eigentlich nicht mehr. So, wir wärmen uns auf. Das ist in Ordnung. Direkt mal hier Wasser abkochen. Ja, ja, ein Liter. Sehr gut. Das Gute ist, das Feuer brennt hier ewig. Da werde ich mich auch noch mal ein bisschen hinlegen. So. Und das ist eigentlich so ein bisschen fresh, ne, vom Pelzjäger. Ich meine, wir haben dem das Gewehr repariert und alles, ne. Das ist... Hier ist noch unser Schlafsack übrigens. Wir haben ihm das Gewehr repariert und wir dürfen noch nicht mal an seine Vorräte rangehen. Das ist schon ein bisschen mies. Also, wir können es natürlich nehmen, aber wir verlieren dann halt diese Punkte und ich möchte ja unbedingt diese Schneehütte erreichen. So, 13%. Sehr gut. Draußen tobt ein Schneesturm. Ich werde noch mal ein paar Stunden schlafen. Also es wird wirklich immer schwieriger. Es wird immer, immer schwieriger. Gute Wollmütze. Alles klar. Ich darf noch nicht mal hier die Kisten anfassen. Krass. Ja. Ich muss gucken, dass ich jetzt was zu essen bekomme. Sind, ja, hier drin sind es halt 32 Grad, ja. Ich habe gar nichts mehr zu essen dabei. Okay. 19% auch nur, es ist auch nicht viel. Das heißt, zu trinken haben wir hier im Prinzip unendlich. Ich könnte mir natürlich hier das nehmen. Aber dadurch verliere ich halt die Punkte. Kann ich ihm irgendetwas geben? Vertrauen. Gegenstände geben. Stock. So, jetzt haben wir 138 und ich brauche... muss ich mal eben hier gucken. Raum. Ich brauche 225. Oh Mann, da brauche ich ja noch... knapp 100 Punkte. Das heißt im Prinzip 100 Stöcke. Okay, mega kalt. Ich muss aber trotzdem was zu essen finden. Gucken, was habe ich hier drin? Hier kann ich auf jeden Fall... Das hier kann weg. Was kann denn noch weg? Was brauche ich denn nicht? Dosenöffner kann ich mal behalten. Irgendwas Schweres? Habe ich noch irgendwas Schweres dabei? Eigentlich nicht... Halt die Jacke und so, klar. Die Kohle kann weg. So, warum packt er ihn? Oder warum fragt er mich nicht, ob ich direkt alle wegtun will? Naja, egal. Okay, 700 Gramm sind wir noch drüber, aber das geht. Das ist in Ordnung. Ich muss gucken, dass ich irgendwas zu essen organisiert bekomme. Boah, es ist schon wieder super kalt. Hier direkt mal ein paar Stöcke mitnehmen, die können wir ihm geben. So. Sehr gut. Ich möchte eigentlich das Beil ein bisschen schonen. Tatsächlich. 25%. Weil es geht echt schnell kaputt. Also so schnell kann man es echt nicht reparieren, wie schnell das down geht. Vielleicht muss ich mir wirklich irgendwann nochmal ein neues bauen. Ich weiß es nicht so. Bin ich hier irgendwie rüber? Nee, ne? Das liegt ein Wolf. Ach, den haben wir schon ausgenommen. Der hat mich damals angegriffen, stimmt. Ja, aber ich brauche dringend was zu essen.
Mist, ey, wo kriege ich was zu essen her? Ich hätte mir eigentlich die Haut von dem Wolf mitnehmen können. Nochmal für getrocknetes Leder, um die Schuhe zu reparieren. Vielleicht nehme ich mir die gleich auch mit. Ich habe auch Ewigkeiten schon keinen Hasen mehr gesehen. Dass ich mir wenigstens einen Hasen jagen könnte oder so. Aber da geht gar nichts. So, ich muss mal gucken. Ich trinke jetzt einfach hier so einen Tee. Der hat wenigstens ein paar Kalorien. So. Wo kriege ich was zu essen her? Schneesturm tobt natürlich gerade. Es geht aber. Also windgeschützt minus 9 Grad ist in Ordnung. Aber ich sehe auch kaum etwas. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade, dass ich halt wirklich sehr, sehr Tannenast. Naja, Holz brauche ich ja nicht unbedingt jetzt gerade. Das Schöne ist, dass das Feuer ja unendlich brennt bei ihm. Das heißt, das Einzige, was ich brauche, sind Zweige, um sie ihm zu geben. Aber den Rest brauche ich im Moment erstmal nicht. So, es wird jetzt gerade auch wieder dunkel und ich finde einfach nichts zu essen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte das mir jetzt abzieht, wenn ich da wirklich... wenn ich mir da die Bohnen nehme. Weißt du, die graue Mutter, die hat halt immer eine Suppe da stehen. Das war ganz geil. Da konnte ich mir halt immer was nehmen. Aber hier, der versorgt uns gar nicht. Der sagt, ja, mach mal das und mach mal das und mach mal das. Aber irgendwie für uns tut er nichts. Ein bisschen schade. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die Stöcke für den sammel. Wenn der uns noch nicht mal was zu essen gibt. Ist hier gerade irgendwie ein Baum umgestürzt oder so? Hat sich gerade echt so angehört. Okay, ich muss zurück. Das hat jetzt im Moment hier keinen Sinn. Ich muss mir halt wirklich die Bohnen da klauen. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt gerade nicht, irgendwie an Essen ranzukommen. Weil hier auch kein Hase rumläuft oder ein Wolf. Ich meine, ich habe eh nur noch einen Schuss, das heißt, ein Hase wäre eigentlich besser. Weil ich sagen würde, okay, ach doch, da oben, glaube ich, liefen Hasen rum. Weiß nicht genau, ich höre auch keine Krähen im Moment. Weil ich sagen könnte, da liegt irgendwo ein Reh, was ich mir ausnehmen könnte. Ein bisschen Fleisch würde mir erreichen. Aber hier ist im Moment gar nichts. Ich hoffe nur, dass ich zurück zum Haus finde jetzt. Weil ich habe nur noch 14%, es geht noch und es ist auch in Ordnung, aber vielleicht hätte ich doch diese Vorratsverstecke da suchen sollen. Vorratsversteck der Waldflüsterer. Vielleicht sollte ich da nochmal hingehen und mir das mitnehmen. Oder halt wirklich dieses Vorratsversteck da in so einem trostlosen Land, muss ich da halt nochmal hin, weil ich brauche halt dringend was zu essen. Letztens habe ich eine Dose Bohnen einfach so random gefunden. Das war ganz geil. Okay, der Schneesturm hat ein bisschen aufgehört. Nice. Sehr gut. Ist auch ein bisschen wärmer. So, ich muss mir halt echt... Oh, geil. Er ist schon wieder am Straucheln. Nice. Aber da hinten ist das Haus, das ist in Ordnung. Werde ich mir jetzt erstmal aufwärmen. Werde jetzt erstmal gucken. Ah, ich brauche halt dringend was zu essen. Wieso laufen denn hier keine Hasen rum? Okay, da hinten ist schon das Haus. Das ist sehr gut. So, 8% noch. Das geht. Im Moment geht es wirklich drastisch mit den Leben, ne? Aber am Anfang noch nicht so. Okay, ich gehe erstmal rein. Erstmal aufwärmen. So. Ja gut, er wärmt sich relativ schnell auf. Das ist Metallpfanne, ja. Bringt mir ja nichts. Ich brauche ja dringendst was zu essen.
Das ist ja mein Problem. Ich darf das Einzige, was ich hier darf, ist an die Werkbank gehen. Schweinefleisch mit Bohnen. Nehme ich mir jetzt einfach mit. Minus 15. Okay. Das heißt, insgesamt wird es 'Zünd mal eben den Schreischatz an, damit ich was sehe. Das heißt, insgesamt geht das Ganze hier halt ein bisschen zurück. Minus 60 jetzt. Aber kann ich jetzt nichts für. Ich muss dringend was essen. Da kann ich jetzt nichts gegen machen. Da muss ich halt ein bisschen gucken, was er noch braucht. Muss ich ein bisschen was sammeln, damit ich diese komische Schneehütte da bekomme. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich die Schneehütte wirklich brauche. Das Essen ist auf jeden Fall jetzt... ist auf jeden Fall jetzt wichtiger. So, das können wir wieder weg hier. Sehr gut. Oh, nice, ey. Temperatur steigt. Das ist gut. Das heißt, den Rest können wir einfach so essen. Dann ziehe ich mir mal alles rein, dann gehe ich schlafen. Ein bisschen was aufsparen. Das ist in Ordnung. Da haben wir auf jeden Fall erstmal was im Bauch. Muss ich halt nur gucken, dass ich die Prozente halt jetzt wiederbekomme, ne? Also die Punkte wiederbekomme. Und später wieder. Jetzt ist der mega aggro auf uns, weil wir dem das Essen geklaut haben. Naja, ist mir egal. Ich habe ja keine andere Chance. Ich meine, ich muss ja alles für den machen und der gibt mir noch nicht mal was zu essen. Geht ja gar nicht. So, erstmal ein bisschen schlafen. Jetzt hat er uns so aufgeschlitzt oder so, weil er so holt sich so die Bohnen wieder aus dem Magen oder so. Er sitzt noch gechillt da. Okay. Oh, 28%. Das ist ganz in Ordnung. Ich habe noch ein bisschen Kalorien am Start. 6 Stunden werde ich einfach nochmal schlafen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Vielleicht komme ich ja jetzt wirklich auf 50%. Dann geht es uns ja wieder relativ gut. Mal gucken. Ja, fast 50%. Ein bisschen noch was trinken. Es ist jetzt auch wieder Tag. So. Schlafsack können wir aufheben, dann mache ich mir direkt nochmal ein bisschen was zu trinken hier. Guck jetzt gleich nochmal, was der braucht. Ich habe kaum noch was zu essen, beziehungsweise ich habe nämlich Hunger, aber ich habe ja noch ein paar Dosen. Kann ich mir 2 reinziehen, dann werde ich nochmal ein bisschen sammeln gehen für den Kollegen hier. Wenn der nicht mehr allzu wütend ist, komm später wieder. Okay, kann ich auch so herausfinden, was der haben möchte. Stock 1, Stoff 3, Bartflechtenverband 3, Schweinefleisch mit Bohnen, die habe ich ihm ja geklaut. 10, frischer Kaninchenpelz oder getrockneter Kaninchenpelz. Und frische Rehhaut oder getrocknete Rehhaut plus 50. Okay, das heißt, ich müsste... Oh, und ich habe nur noch 78 Vertrauen bei ihm. Das heißt, ich muss gucken, dass ich getrocknete Rehhaut finde oder halt Kaninchenpelz. Weil nur mit den Stöcken und so komme ich nicht weit. Und mit Stoff komme ich auch nicht so weit. Ich könnte natürlich hier was auseinanderbauen und dann ihm den Stoff einfach wiedergeben. Ich gucke mal gerade, habe ich irgendwas, was ich hier... Das hier, das kann ich doch. Das kann ich doch mal eben mitnehmen. So. Aktion. Zerlegen. So. Später wieder. Okay. Ich soll später wieder zu ihm kommen. Ich werde gucken, dass ich noch ein paar. Dass ich noch ein paar. Sachen für ihn sammeln, dass er nicht mehr so extrem aggro ist.
habe 17 Stöcke, das sind mal 17 Punkte und ein bisschen Stoff am Start. Das ist ganz in Ordnung. Ich werde jetzt nochmal eine Dose Schweinefleisch von ihm verzehren. Und dann war es das auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr neu seid, den Kanal abonnieren. Bis später. Ciao.